Eine letzte, das ist, kennen Sie die junge Dame? Wenn ich mich so jetzt nahe, kenne ich leider nicht. Nein, das wird sich gleich ändern. Das hier ist eine Dame namens Melanie Omel. Sie ist Schach, internationale Schachgroßmeisterin und sie ist jetzt unser Gast. Herzlich willkommen, Melanie Omel und Helmut Pfleger. Und damit haben wir hier zwei internationale Schachgroßmeister. Und mit Herrn Pfleger haben wir auch noch einen, der Schachmoderator und Schachkommentator ist. Und jetzt ahnen Sie, wo das aufhört. Nein. Wir wissen ja, dass Sie seit den 70er Jahren sehr gerne Schach spielen. Und ja, das heißt aber nicht, dass ich gut Schach spielen das kann. Das macht nichts. Dieses ist die Sendung, wo wir immer wieder auch ein paar andere Dinge machen und unsere Gäste eine Aufgabe geben. Ihre Aufgabe ist es, gegen Frau Ohme ein bisschen Blitzschach zu spielen. Ja. Ja, also wenn ich mich nicht blamiere. Auf keinen Fall, das ist ausgeschlossen. Herr Pfleger ist dabei, er kommentiert und kann Tipps geben. Ich darf Sie beide bitte an das Pult bitten und verrate Ihnen, dass Frau Ohme seit ihrem vierten Lebensjahr Schach spielt, seit dem siebten Lebensjahr in einem Schachverein ist und wirklich eine unserer großen Stars ist. Und Herr Pfleger ist derjenige, der Ihnen gerne auch mal das eine oder andere zuflüstern kann. Sie wissen, wie Blitzschach geht? Ich habe das in dieser Form noch nicht gespielt, aber ich werde mich bemühen. Sie haben nicht viel Zeit. Das ist gut. Ja, das ist wir haben aber, weil Frau Ohme einen gewissen Vorsprung hat und häufiger spielt als Sie vielleicht im Moment, haben wir ihr ein bisschen weniger Zeit gegeben. Nämlich wie viel, Herr Pfleger? Ja, Melanie hat eine Minute nur und es ist unheimlich. Für die ganze Partie kann sie höchstens eine Minute brauchen. Ja. Und das heißt also auch wirklich Bulletschach, Gewehrkugelschach, so schnell ist es. Und Heino hat also immerhin 4 Minuten, ist auch nicht viel, aber besser als eine auf jeden Fall. Ist denn das Ding gestartet? Sie wissen immer, wenn Sie einen Zug machen, müssen Sie dann hier drauf drücken, dann läuft Ihre Zeit, dann drückt Sie drauf, dann läuft Ihre Zeit. Sie dürfen nicht mehr als 4 Minuten verbrauchen. Und ich würde sagen, Herr Pfleger assistiert. Vielleicht noch eines, also entweder wird die Partie durch Matt beendet oder einer von Ihnen beiden überschreitet die Zeit. In jedem Fall kommt zu einem Partieschluss. Und wer die Zeit überschreitet, hat auch verloren. Der hat verloren, das ist wie Matt, ja. Herr Pfleger, Sie helfen quasi an dieser Seite und sekundieren ein bisschen. Wer fängt an? Ja, Weiß fängt an, wie immer im Schach. Ist das Ding angeschaltet? Ja. Das schalten wir gleich noch an. Gut, dann würde ich sagen, die Schachpartie beginnt mit Heino, der den ersten Zug macht. Und wenn Sie soweit sind, Heino? Vorher die Hand. Was man nicht alles weiß. So. Also, Weiß beginnt. Genau, und wir stellen die Uhr. Die Uhr läuft. So, jetzt bin ich schon Zug machen, ja, genau, und dann die Uhr drücken. Und jetzt die Uhr drücken. Die Uhr drücken, da ist wichtig. Oben hier oben. Ja. Genau, wunderbar. Also, D4, C5, ui, sizilianisch, das scheint eine ganz scharfe Partie. Läufer C4, so hat Bobby Fischer schon immer gespielt. Ja, beide entwickeln sich klassisch sehr gut, sehr gut. Drücken. Ja, drücken, das ist richtig, ja. Genau. Ja. Und E6, aha, ich ahne schon was. Sie hat Angst, dass ein Einschlag auf F7, aber Heino, er weiß, dass man erstmal die Figuren entwickelt, den Springer zum Beispiel. Am besten drücken Sie jetzt, dann kann sich Heino aufs Spielen konzentrieren. Also, drücken Sie immer. A6, ja, und jetzt ist wieder Weiß am Zug. A3, da hat der Läufer gleich einen Rück. Ja, und es ist gut, dass er den Rückzug sich offen hält. Genau, der hat einen Tritt bekommen, der Läufer. Drücken. Aber, Nein. Läufer B7 ist natürlich klassisch, wie sich Melanie Omel, die weiß, was sie zu tun hat. Sie ist in der deutschen Mannschaft und die Kurzrochade. Damit ist also auch der König gesichert. Also bisher fantastisch. Ich bin wirklich beeindruckt, wie sie das spielen für einen Amateur. Ja, nicht nur für einen Amateur. Und das droht schon etwas. E5, jawohl. Und der Springer hat sich gerade noch nach D5 gerettet. Aber mal schauen, wie es weitergeht. Vielleicht den Damenflügel noch irgendwann entwickeln. Mal schauen. Aber man kann da ganz verschiedene Dinge machen. Ein Damenflügel ist das alles, was auf der Damenseite. Springer, Läufer, die sind noch hinten im Stall. Das wäre vielleicht nicht übel, wenn man die auch mal rausbrechen. Jawohl! Und schon mit Angriff auf die Dame. Aber sie hat es parieren können mit dem Läufer. Und ja, was tue ich jetzt? Der Läufer ist natürlich bedroht. Nehme ich oder gehe ich weg oder was mache ich oder verdecke ich ihn? Es gibt ja Möglichkeiten, so viele, so viele. Und ich muss mich entscheiden. Jawohl, er hat genommen. Und jetzt, also bisher sehr, sehr gut, Turm E1. Also ich bin richtig beeindruckt, Heino. Kurze Rochade auch.
Und mal schauen, ob vielleicht noch dann irgendwann der Damenspringer auch noch entwickelt wird. Nein, ja, Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung, C4. Es ist noch überhaupt nichts im negativen Sinne passiert. Also Weiß hält wirklich sehr gut mit, immerhin gegen eine Großmeisterin, Nationalspielerin. Also es ist sehr schön. Nur sollte er natürlich irgendwann ziehen. Aha, er macht's. D4, D6. Jawohl, sie will das jetzt. Das stört sie, die Bauern, auf D4 und E5. Also die will sie annarben, anknabbern. Und er nimmt auf D6 und sie nimmt natürlich wieder. Ja, und jetzt ist natürlich der Bauer D4 bedroht. Mal schauen, wie sich Heino hier entscheidet. Er nimmt, jawohl. Entweder kann niemand mehr was zuleide tun. Und die Dame, also sehr, sehr gut bis jetzt. Eine völlig ausgeglichene Stellung, würde ich sagen. Das hätte ich nie und nimmer unter uns vermutet, dass es so gut. Und die Dame kriegt gleich noch einen Tritt. Also die Dame, die muss wirklich schauen, dass sie hier irgendwie natürlich, sie hat auch so wenig Zeit wie Ruhe. Ja, beide haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Und jetzt ist die Dame bedroht. Ja, was macht man denn da, wenn die Dame bedroht ist? Wohin mit der Dame? Wohin? C1, jawohl, da kann ihr nichts mehr passieren. Und wie schaut es mit der Zeit aus? Ist sie nicht mehr, ja. Und jetzt ist Abtausch wieder. Ah, jetzt die Dame, die droht, bedroht beide Türme. Das ist natürlich, das ist wirklich nicht einfach, nicht einfach. Aber ich glaube, es gibt noch eine ganz versteckte Rettung. Aber die zu finden in dieser Kürze der ist Zeit, nicht mehr möglich. Vielen herzlichen Dank. Also das aber ist ja, mal komm ich jetzt gleich mal sitzen. Ich finde es ja interessant. Frau Ohme, vielleicht an Sie das erste Wort. Also man merkt, Sie sind kein Blitzschachspieler. Das, also der Zeitdruck ist nicht etwas, was Sie da mögen. Wie hat er sich denn da geschlagen? Ich bin total beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Sie haben wirklich großes Schach gezeigt, wenn ich das mal so sagen darf. Sie haben da super mitgehalten. Jetzt am Ende ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig für Weiß, sich hier noch aus der Situation. Aber ich habe ja dann damit die Eins. Ja, und dann Tommy. Ja, okay, aber gut gestanden. Alle Achtung, oder? Ja, sehr gut. Hätten also, wir noch ein paar Minuten gehabt, wer weiß, wie das ausgegangen werden. Herzlichen Dank, Heino, dass Sie das mitmachen. Herr Pfleger, vielen Dank für diese wunderbare Kommentierung. Das war ein großartiges Film. Frau großen Respekt. Internationale Großmeisterin und Heimobezwingerin. Vielen Dank. Herzlichen Dank, dass Sie unsere Gäste waren. Dankeschön. Melanie Ohme und Helmut Pfleger. Und wir tauchen jetzt ab von der gemütlichen Welt des Schachs in die nicht so gemütliche Welt des Heavy Metals. Was hat das? Das sind echte Haare, nur nicht meine. Okay. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Es schrieb jemand, die Brille haben Sie ja getragen am Anfang, weil Sie eben doch eine Augenleiden hatten. Eigentlich bräuchten Sie die heute nicht mehr, weil das Augenleiden kuriert ist. Stimmt das? Sie könnten das ohne? Das ist richtig. Ich kann, wenn ich zu Hause bin mit Handel oder habe ich fast. Aber jetzt in so einer Sendung? Bitte? In so einer Sendung würden Sie es nicht machen. Sie würden die Brille nicht absetzen, obwohl nein, es ohne geht. Nein, ist ja, warum soll ich es tun? Also ich würde mich dann auch nicht wohlfühlen.